So kurz vor knapp könnte ich es ja machen eigentlich. So 3 Stunden vorher. Oh, wir kommen mal mit den Preisen runter, das ist sehr gut. Ist eigentlich nicht so die Art, die ich jetzt eigentlich mittlerweile hier pflege in dem Spiel, mit zu viel Geld vom Kunden zu verlangen. Aber ich muss es halt jetzt gerade machen, weil das, was wir uns gerade hier erarbeitet haben, dann jetzt einfach hier wegzuschmeißen, das ist ziemlich, wäre ziemlich bitter. Mach die Pizza fertig. Muss eine Pizza normalerweise ausgegeben werden, dann hält sich das Ganze eigentlich, glaube ich, schon. Nur einmal kurz ins Plus. Dann gibt es wieder 10 Dollar. Uiuiui. Kommt die nächste Pizza. Wir sind im Plus. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh, das ist ein bisschen sehr wenig Geld. So. Oh, wie jetzt gerade ein Schwein. Direkt mal bitte speichern. Oi, oi, oi. Wie gesagt, ist normalerweise nicht mehr mein Ziel. So 15 ist Maximum, was ich eigentlich hochgehen wollte. Aber mit 15 hätten wir es definitiv jetzt nicht geschafft. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt noch 9 Stunden bis zu diesem Zeitpunkt. Okay, jetzt ist natürlich der eine nach der Vorteil von uns. Jetzt. Ist natürlich, dass wir jetzt so viel Geld haben, dass wir das jetzt locker wieder ausgeben können. Das machen wir auch direkt mit Zereiöfen in beiden Filialen. Damit wir auch die Koch-Dings hoch genug ist. Wir haben auch ziemlich viele Kunden jetzt verloren. 3 Brolls. Okay, wir hatten noch genügend Brolls als Kunden. Hier sind auch ein paar Kunden weg. Okay. Was hatten die Bank? Wir haben noch Geld. Ah, sehr schön. Auf einmal 20.000 da, auf einmal Minus. Ich wollte aber 100.000 noch irgendwie zusammensparen. Natürlich hat dadurch noch unser Image sehr stark dran gelitten. Dass wir hier die überteuersten Pizzas haben. Und ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich mal hier schaffen. Wenn das hier leer wäre, könnte ich es verstehen, warum sie das hier nicht hinkriegen. Aber normalerweise sollten die das Lager jetzt mal richtig vollballern. Das war das große Problem eigentlich, das wir hatten, dass wir das Lager nicht vollgekriegt haben. Da kommen die beiden jetzt. Und ich hoffe, das Lager wird voll. Bitte. So, du hast 10.292 gezahlt. Du darfst ungefähr bei 13.000, sind wir bei 23.000. 80 Stunden ist er schon hier. Du musstest eigentlich auch mal pennen, ne? Aber scheinbar nicht. Und der macht gerade gut Gewinn, das ist das Problem halt. Ob am Schluss die restliche Zeit ausreicht, um den zum Aufgeben zu zwingen. Wie gesagt, die sprengende gegnerische Viale wird eigentlich relativ einfach. Bei 40.000 fehlt noch die Hälfte. Wir haben auch gut jetzt an Zeit gebraucht dafür. Aber das sollte ja nicht stören. Wir haben jetzt 3 Tage dafür gebraucht, um 24.000 uns reinzuholen vom Gegner. Haben wir noch 2 Tage vor uns. Oder? Wie viel? 4.000 von dem und 4.000 von dem, so wie ich das noch weiß. Jawohl. So, unser Radius hat sich auch wieder erweitert. Das hat alles schön mal repariert. So, das Lager wird ja schön wieder aufgefüllt. Und hier sind sie auch dran. Ich hoffe, das Lager wird auch mal voll. 17% haben wir gerade.
24% haben wir. Okay, und dann kommt der nächste. Okay. Hoffentlich reicht das jetzt. Es nervt mich gerade, dass hier das so voll ist. Weil ich mache dir Geld. Ich glaube, seine beste Entscheidung, die er gerade machen konnte, ist einmal hier die Filiale zu verkaufen, die eine. Aber okay, das ist natürlich seine Entscheidung. Wir haben aber trotzdem auch eigentlich die meisten Kids, also müssen in der Schulzeit relativ viele da sein. Und wir sind wieder im Minus. Was für ein Wunder. Wir haben 21.000 hier gemacht, die haben dann 19.000 gemacht, also... Okay, das Lager wird voll. Keine Probleme mehr, die Kunden zu bedienen. Die denken sich auch so, oh, endlich sind die Preise wieder unten. Ja, das denke ich aber auch. Bin da sehr froh drüber. Wir müssen noch irgendwie an Geld kommen. Ich will zwar die Filiale kaputt machen, aber eigentlich auch das Hauptquartier von dem. Der größte Fehler war, beide gleichzeitig wirklich auszuholen. Dadurch sind wir so in Schwierigkeiten geraten. Ich hätte es so weiterlaufen lassen können. Aber nein, ich wollte unbedingt ausbauen, um mehr Geld zu kriegen. Und seitdem machen wir kaum noch Gewinn. Oh, ich habe 60 Filialbewertung. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall kein Geld jetzt. Ich habe ja selber kaum was. Also ich habe da im Konto 23.000. 25.000 habe ich sogar jetzt schon. Kann ich rüberziehen, aber ich 22.000 gewinnen. Wäre nicht schlecht. Was wir aber machen können, ist mal kurz hier diese Filialwerbung stoppen. Also die Werbung mal stoppen. Vielleicht ziehen sie dann nicht so viel Geld ab von uns. Da kommen sie. Okay, ich wollte gerade sagen, wo bleiben denn meine Mitarbeiter? Alles klar, hier haben wir auch noch kaum Ware mehr drin. Das heißt, du wirst auch wieder auf Lagerschaft gehen. Großmarkt, den hatten wir doch schon. Kollegialmarkt hat gute Qualität und der Preis, glaube ich, schon noch mal ein bisschen günstiger. Dann wechseln wir mal. Bessere Qualität heißt bessere Pizza. Bessere Pizza heißt zufriedenere Kunden. Zufriedenere Kunden heißt mehr Geld für uns. Außerdem muss ich sowieso aufpassen, wenn ich hier das stoppe mit dem Schutzgeld, dann wollen die direkt unsere Leute töten. Nicht gut. Wenn ich so bedenke, pro Quartal 8.000 Sie haben ein neues wird es wirklich knapp. Angebot erhalten. Richten Sie eine Finale 9 ein? Nein. Ja, gerade froh, dass wir Geld haben. So ein bisschen zumindest. Und zack. Jetzt kriegen wir bitte, bitte, bitte Geld. Jetzt sind wir direkt wieder in den Miesen. Ist doch geil gelaufen. Okay, das reicht ja schon. Wir wären ja kurzzeitig wieder im Plus. Dann kann die Bank nichts sagen, dass wir im Minus sind. Nee, die läuft ja auch jetzt hier. Sie haben ein neues haben auch wieder gut Ware. Erhalten. Schicken Sie einen Kurier mit einem. Was immer kurz hier die nächsten 5 Kuriere. Diese Kakerlake schicken sind kostenlos. Und bitte mal speichern nochmal. Ich weiß zwar nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Das irgendwann weiß man es nicht mehr so genau. Aber es funktioniert noch. Was ist jetzt los?
Die Kompanie verweigert die weitere Zahlung. Was? Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Das ist natürlich jetzt schlimm, wenn ich jetzt mich hier stoppe. Wo ist unser ganz... Ach komm, Tag ist wieder vorbei. Ich bin direkt wieder erschossen. Der greift die doch gar nicht mal an. Der greift ihn doch nicht mal an und die erschießen ihn einfach. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Wenn ich jetzt von Grün kein Geld mehr bekommen hätte, hätte ich das noch vielleicht verstanden. Aber so... kann ich es nicht verstehen, warum der auf einmal kein Geld mehr macht. Aber okay, zumindest haben wir jetzt wieder die Leute von denen verjagt. Ich hoffe, dass du zahlst weiterhin. Weil Leute, haben wir jetzt Sie haben ein neues Missionsangebot nicht mehr so viel Geld. Erhalten. Uns fehlen 14.000. Es war also gerade die gleiche, was ich, die gleiche Antwort, die wir letztes Mal auch hatten. Okay, wir sind wieder im Plus. Haben uns die 23.000 nochmal weggerobbt und wir haben schon keine Werbung mehr. Kein Geld mehr. Ja, Werbung haben wir sowieso nicht mehr. Okay, dann werden wir mal wieder Werbung starten. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Okay, kaufen Sie ein beliebiges Gebäude und haben eine Filiale, die nächste Filiale. Wieso soll ich eine Filiale kaufen und danach die wieder verkaufen? Das wäre totaler Schwachsinn. Warum sollte so mal so was tun? 18.000 kostet der. Die werden wir natürlich auch jetzt holen, die 18.000. Ich will von dem wieder Geld haben. Vielleicht dann nicht die 8.000, sondern nur 3.000. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Heuern Sie einen Punk an und schicken Sie ihn in eine fremde Viale. Der Bürgermeister wird dafür sorgen. Ja, das ist ja wohl die einfachste Variante. Da wir hier gerade... So kriegen wir mehr Leute zu uns, zu den Filialen. Ich glaube, das ist sogar schlecht, ne? Dadurch macht er manche Sachen weg. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Erstmal natürlich das Teil machen und dann wieder Schutzgeld fordern. Genau, damit er weiß, okay, hier, ich scherze hier nicht rum. Hier haben wir nur zwei Wachen. Hier haben wir auch zwei Wachen. Okay. Wie sieht es bei dem aus? Wollte ich gerade gucken eigentlich. Auch nur Stufe... Oh, er hat zwei Stück, dafür aber Stufe 2. Wie viel hat er im Hauptquartier? Zwei Wachen. Also die Wachen muss ich auf jeden Fall erledigen. Habe ich einen Gangster wieder bei mir drin? Ein Gangster ist bei mir wieder drin. Ich hätte gerne Schutzgeld und zwar mindestens mal 3.000 von dir. Jetzt eine andere Filiale. Weil noch haben wir es nicht. Noch haben wir mal 27.000. Und wenn der eine nur 4.000 zahlt, der auch irgendwann nicht mehr zahlen wird. Ich glaube 100 Stunden machen das maximal, glaube ich jetzt. Dürfte ungefähr sein, dass der eine 100 Stunden drin war. 20 Stunden haben wir jetzt hier. Muss ich hoffen, dass der jetzt hier gut zahlt. 5 Tage. Sie haben die Mission erfüllt. Finde ich super. Komm da. Genau, Pöpel hier rum. Ja, Pöpel kannst du auch. Ich
brauche mindestens noch mehrere Gangsterre in meiner Filiale. Nicht in meiner Filiale, in meinem Hauptquartier. So ist es. Besser gesagt. Oh. Der kündigt aber ganz schön viele. Oder kündigen die Manager das? Wann kommt der Gangster hier? Hä? Da kommt mein Gangster. Nur 3000 von dir. Also ein bisschen weniger.